Lasst uns frei einig sein und werden. Lieber Alexander, liebe Sabine, liebe Angehörige, liebe Trauergäste und liebe Freunde von Frieden und Freiheit. Jeder Mensch hinterlässt eine Spur, hörten wir schon. Es ist die seines Lebensweges. Annette Franz hinterlässt eine breite und hoffentlich eine noch lange sichtbare Spur. Es ist eine Spur der Nächstenliebe, Mildtätigkeit, Selbstlosigkeit und des Friedens. Und bestimmt vergaß ich jetzt noch einige Aspekte ihrer Einzigartigkeit. Sicher ist jeder Mensch einzigartig. Doch Annette war für mich mehr als eine Bekanntschaft, die am Ende meines Lebens eine von vielen gewesen sein wird. Sie hat eine wichtige Zeit entscheidend mitgeprägt. Ich bin mir sicher, diese Erkenntnis teilen viele mit mir. Annette war außerordentlich mutig. Wer legt sich schon in einer Krisenzeit mit der Macht des Staates an? Dies einzig und allein mit Worten der Klarheit, Wahrheit und den Handlungen der Nächstenliebe. Gemessen an der Weltbevölkerung sind es sehr, sehr wenige. Annette Franz war eine von ihnen und sie hatte Erfolg. Erfolg insofern, dass sie Menschen Hilfe gab, die um Hilfe baten. Sie stellte nicht nur Atteste aus, damit diese Menschen atmen konnten. Sie gab für vielen Halt und Kraft. Ihre samstäglichen Kundgebungen waren für uns das Highlight der Woche. Wie oft hörte ich schon, ohne Annette und die Kundgebungen hätte ich diese schreckliche Corona-Zeit, geprägt durch staatlich auferlegte Zwangsmaßnahmen, nicht durchgestanden. Für so viele Menschen war sie Vorbild, gar ein Idol. Annette schaffte es, Mut zu machen, die Angst vor staatlichen Repressalien zu nehmen, indem sie sagte, einfach nicht mitmachen. Diese Worte, von ihr ausgesprochen, bewirkten, dass nicht mitmachen tatsächlich einfacher wurde. Als sie es vorlebte, weil sie angstfrei war. Wo Angst sich auflöst, kann der Frieden sich erst entfalten. Frieden tief und belebend. Dieser Friede ist ein Aufruf zum Handeln. Das war es, was Annette mit einer gewissen Leichtigkeit vermitteln konnte. Eine alte Weisheit sagt, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo sich das Licht in seiner ganzen Kraft zeigt und ausbreitet, fürchten die Schatten um ihr Dasein. Annette war ein Licht in einer schweren Zeit und die Schatten wehrten sich. Jetzt ist sie in einer anderen Welt, dort, wo es keine Schatten gibt und ihr Licht sich noch mehr entfalten darf. Ein Zitat von Albert Schweitzer lautet, das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir Abschied nehmen. Annette Franz hinterlässt diese Spur. Liebe Annette, möge deine große Seele baden im Licht und der Liebe der göttlichen Urquelle allen Seins, wo ewiger, süßer und wahrer Frieden und Freiheit ist. Dort im unendlichen Garten der Ewigkeit mögest du ruhen und geborgen sein. Amen.